Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ihr wolltet mehr Quick-Tipps haben, kurze Erklärvideos zu Sachen in Premiere oder Photoshop. Und heute gehen wir mal in Photoshop. Wir gucken uns mal die Beta-Version an und schauen uns mal ein sehr cooles AI-Tool an, mit dem ihr ja, Lästig-Objekte ganz einfach entfernen könnt. Ich bin ganz frisch aus Kanada zurück. Ich bin gestern gelandet und ich habe sehr, sehr viele Bilder mitgebracht. Unter anderem auch Bären. Ich habe Wildlife fotografiert, Landschaften und hatte das große Glück, einen Grizzlybären zu fotografieren. Und das gucken wir uns mal an. Wir gehen mal bei mir auf den Desktop und ihr seht schon, ich habe jetzt mal hier so drei Bilder ausgewählt. Das ist der gute Kumpel. Ich hatte das große Glück, dass ich im Auto saß. Das Bild ist mit einem 400mm Objektiv aus dem Auto raus entstanden. Der war ungefähr so 10 Meter entfernt und ist so in der Böschung am Highway lang gelaufen. Da hat sich relativ schnell so ein Stau gebildet. Und dann war klar, okay, da muss irgendwas sein. Und ich habe mich auf die Lauer gelegt, Fenster runter gemacht und ein paar sehr coole Shots gemacht, wie ich finde. Hier wurde gerade ein Bär gesichtet und guckt mal hier, ich habe ihn drauf. Das hier ist noch eines der besten, weil da ist er recht gut freigestellt. Wir haben zwar hier so die Böschung, die so ein bisschen in ihn reinragt, aber das würde mich jetzt nicht stören. Kopf ist gut zu erkennen, auch die Augen sind scharf, gefällt mir sehr gut. Ich habe aber auch Shots, wo er in die Kamera guckt, zum Beispiel den hier. Da ist aber, wie es oft so ist, natürlich ein Baum davor, das Gesicht ist verdeckt. Den würde ich jetzt normalerweise aussortieren oder ich würde hergehen und würde ihn stempeln, was wahrscheinlich 2 Stunden dauern würde. Also ich würde den Baum rausstempeln. Das gleiche hier, da ist sogar das Auge verdeckt. Noch ein bisschen schwieriger, weil was nicht da ist, wo soll ich das herbekommen? Und da kommt jetzt AI ins Spiel. Ich werde euch mal ganz kurz zeigen, wie ich das jetzt an dem Beispiel machen würde. Und zwar, ich bin hier in Lightroom, mache hier meine ganz normale Bearbeitung und gehe dann in Adobe Photoshop, indem ich sage, bearbeiten in Adobe Photoshop Beta. Und jetzt hat sich das Bild in Photoshop geöffnet. Es ist ganz wichtig, dass ihr die aktuelle Beta auf eurem PC habt. Die könnt ihr euch runterladen, indem ihr hier guckt unter Beta-Apps. Und da könnt ihr euch die Photoshop Beta, Premiere Pro Beta, Media Encoder Beta, also die ganzen Beta-Apps runterladen. Der große Vorteil an diesen Beta-Apps ist, ihr habt jetzt schon die Funktionen, die erst in den nächsten Versionen gelauncht werden. Und ihr könnt wirklich auch mithelfen, den Entwicklern Sachen mit auf den Weg geben, die vielleicht noch nicht funktionieren. Also ihr könnt quasi Teil des Entwicklungsprozesses werden. Das ist ziemlich cool und ihr habt halt eben die Funktionen schon freigeschaltet. Genau, ich habe jetzt die aktuelle Version hier drauf, gehe mal in Photoshop rein. Jetzt gehe ich hierher mit meinem Polygonwerkzeug und wähle einfach mal diesen Baum aus. Jetzt haben wir das Ganze ausgewählt und hier unten hat sich jetzt ein Feld geöffnet, generative Füllung. Da klicke ich mal drauf und dann fragt er mir, was möchtest du generieren? Und ich möchte eigentlich nur, dass der Baum weg ist, das heißt, ich gebe einfach mal ein, Remove Tree und gehe auf Generieren. Jetzt dauert es einen kurzen Augenblick, so ungefähr 20 Sekunden, je nachdem, wie schnell euer Rechner ist. Und siehe da, der Baum ist weg. Das Ergebnis gefällt mir schon ganz gut. Ich schaue mal, was er mir noch so anbietet, denn ich habe hier auch die Möglichkeit, verschiedene Variationen mir anzuschauen. Das bietet er mir auch noch an. Oder das. Ich finde aber tatsächlich die erste Variation am besten. Und jetzt kann ich das Ganze speichern. Gehe zurück in Lightroom und hier hat er mir jetzt eine neue Datei angelegt und zwar hier unten sieht man es, das ist die bearbeitet-2.tiff und die greift auf Photoshop zu. Das heißt, wenn ich jetzt hier später nochmal Änderungen machen will, dann klicke ich einfach drauf, bearbeiten in Adobe Photoshop. Ich will das Original bearbeiten und dann kann ich das Bild hier weiter bearbeiten. Ich kann hier ja, mich dann doch noch für eine andere Variation entscheiden, kann hier die Ebenen ein- und ausblenden und habe quasi hier meine Rohdatei, in der ich weiterarbeiten kann. Wenn ich das Ganze wieder speichere und zu Lightroom zurückgehe, dann wird das übernommen und dann kann ich halt eben auch hier anfangen und kann mein Color Grading machen und kann eben hergehen und kann dann jetzt in Lightroom das Ganze noch weiter bearbeiten, kann hier meine Presets anwenden. Das sind jetzt übrigens meine Dennis Schmelz Presets. Die findet ihr auf meiner Webseite dennisschmelz.de und da könnt ihr hier unter Shop Presets euch das Ganze angucken. Das ist mein neues Lightroom Preset. Hier findet ihr auch ein paar Before and Afters. Zum Beispiel hier in Komodo Island auf Bali oder hier Island. Ich habe sehr viele Nachfragen bekommen, wie ich meine Bilder bearbeite und ich dachte, okay, jetzt ist es an der Zeit für ein Lightroom Package. Und wenn ihr auch diese kontrastreichen und gesättigten Farben haben möchtet für eure Bilder, dann checkt auf jeden Fall mal dieses Preset aus. Gibt es auf meiner Webseite und genau, könnt ihr bei Digistore kaufen. Ich gehe mal wieder zurück in Lightroom. Hier ist eigentlich alles cool. Ich könnte jetzt halt hergehen, könnte das Bild noch ein bisschen bearbeiten. Hier oben ist es so ein bisschen hell, ich setze eine Maske, ihr kennt den ganzen Spaß. Ne? Abspeichern, bei Insta posten, fertig. So, hier nochmal vorher, nachher. Ich habe das Bild jetzt nochmal ein bisschen optimiert und ihr seht hier nachher und vorher. Und ich habe jetzt noch ein paar mehr Bäume rausgenommen und habe einfach den Bären ein bisschen mehr freigestellt und einen einfach ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt.
Jetzt ist immer die ethische Frage, ist das noch das Originalbild? Nein, es ist nicht mehr das Originalbild, es ist bearbeitet. Haben wir etwas künstlich hinzugefügt? Ja, haben wir. Aber haben wir etwas hinzugefügt, was jetzt nicht der Realität entspricht? Eigentlich nicht. Klar, es ist von der KI generiert, es ist jetzt nicht real, aber es ist dem Realen nachempfunden. Ich glaube, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren wird sich dann auch so rausstellen, wie viel darf man überhaupt dazugeben, wann ist es fake, wann ist es noch real. In dem Fall finde ich es noch völlig legitim, weil ich habe nichts Künstliches dazugefügt, also nichts, was in der Realität nicht da gewesen wäre. Wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, mach sowas draus, dann wäre es auf jeden Fall fake. Ich habe jetzt gesagt, okay, mach da einen neuen Berg rein, Sky Replacement und alles, was überhaupt gar nicht da war. Also der war mitten im Wald, da war kein Berg und da war auch nichts Offenes hinten. Das wäre jetzt fake. Das würde ich auch so nicht posten. Ich habe es einfach nur mal zur Demonstration gemacht. Aber ich finde das hier noch völlig legitim. Lasst es mich gerne mal wissen in den Kommentaren. Was denkt ihr darüber? Findet ihr das noch okay oder ist das schon fake? Darf man das noch posten? Muss man dann dazu auch schreiben, AI generated? Oder ist es noch legitim? Würde mich mal interessieren. Lasst es gerne in den Kommentaren da und lasst mich wissen, ob ihr mehr solche kurze Quick-Videos haben möchtet, auch zum Thema AI. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich probiere jetzt mein Jetlag ein bisschen wieder in den Griff zu kriegen. Nächste Woche geht schon wieder in die USA. Das heißt, ich kümmere mich jetzt um die Fotos. Bald kommt noch ein Vlog. Bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert den Kanal, dass ihr alles mitbekommt. Und wir sehen uns ganz bald. Ciao.